Wir befinden uns an der Grenze Syriens zum Libanon, beim Dorf Jdeidat Yabus. Ärzte, Sozialarbeiter und Jugendliche mit syrischen und Palästinafahnen haben sich versammelt. Alle warten auf 200 Flüchtlinge, die in Omnibussen aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren. Wie der russische Generaloberst Michail Misintsev mitteilte, wird jetzt die Rückkehr von 7000 syrischen Flüchtlingen aus dem Libanon vorbereitet. Die libanesische Regierung sei an der gemeinsamen Arbeit bei der Rückführung von Flüchtlingen nach Syrien interessiert. In Syrien ist es jetzt ruhig, erklären Regierungsvertreter auf einer Pressekonferenz in Damaskus. Die Anstrengungen der syrischen Regierung führten dazu, dass bereits 3,5 Millionen syrische Binnenflüchtlinge in ihre Orte zurückkehren konnten, welche die syrische Armee zuvor von Terroristen befreit hat. Binnenflüchtlinge sind bereits nach Ost-Aleppo, Ghouta, Homs, in das Gebiet von Latakia und den Süden von Syrien zurückgekehrt. Wie der Minister mitteilte, haben 1,7 Millionen Flüchtlinge in Europa den Wunsch geäußert, in ihre Heimat zurückzukehren. Besonders viele Rückkehrwillige gäbe es im Libanon, der Türkei und in Deutschland. Die Betreuung der Syrien-Rückkehrer hat ein neues, von Russland mitorganisiertes Flüchtlingszentrum übernommen. Gemeinsam mit den örtlichen Machtorganen wurde an der syrisch-libanesischen Grenze eine Filiale des Zentrums für die Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Flüchtlingen eingerichtet. Das Zentrum arbeitet seit dem 1. August rund um die Uhr. An der syrisch-libanesischen Grenze gibt es heute 5 Grenzkontrollpunkte. Wie viele Menschen sind schon aus dem Libanon zurückgekommen? Seit dem 1. August kamen aus dem Libanon mehr als 5000 Flüchtlinge nach Syrien zurück. Ich frage einen der syrischen Ärzte, die am Grenzkontrollpunkt auf die syrischen Rückkehrer warten. Die Rückkehrer aus dem Libanon kommen in Lager? Sie leben dort nur zeitweise. Sie werden in ihre Häuser zurückkehren. Die Rückkehrer haben Häuser? Ja, sie haben Häuser. Sie gehen in ihre Dörfer und Städte zurück. Es gibt viele Flüchtlingscamps. Chachala, Gwer. Wie viele Menschen leben in den Camps? Die Camps sind groß. Sie können 10.000 Menschen aufnehmen, aber jetzt leben dort nur 700 Menschen. Und Sie haben Freunde in Deutschland? Ja. Wollen Ihre Freunde in Deutschland bleiben oder wollen Sie zurückkehren? Die meisten wollen zurückkehren. Wirklich? Ganz sicher? Ja, wenn Sie fühlen, dass es hier sicher ist, dann werden Sie kommen. Und was ist Ihre Meinung? Ist es jetzt sicher hier? Ja, es beginnt sicher zu werden. Ein anderer Arzt, der für die Betreuung von Rückkehrern aus dem Libanon bereitsteht, ist Dr. Bascha Kadur. Haben Sie Syrien während des Krieges verlassen? Nein. Sie haben keine Angst? Nein. Und Ihre Familie? Die ist hier. Wie viele Kinder haben Sie? 2. Was denken Sie, wird es jetzt Frieden geben? Ich glaube ja, ich hoffe es. Aber Sie sind sich nicht sicher? Doch, ich bin mir sicher. Was machen meine ganzen Vettern und Cousinen jetzt in Deutschland? Sie machen nichts. Sie sind nicht glücklich in Deutschland? Ja, einige von ihnen sind nicht glücklich, denn sie machen nichts. Sie arbeiten nicht, sie lernen nichts, sie machen nichts. Es gibt keine Arbeit. Für die meisten von ihnen gibt es keine Arbeit. In Syrien gibt es keine Arbeit? In Deutschland gibt es keine Arbeit. Und hier? Ich glaube, hier ist es besser. Glauben Sie, dass Ihre Verwandten zurückkommen werden? Ein Teil von ihnen, ja. Die Hälfte von ihnen? Vielleicht mehr. Die Häuser Ihrer Vettern und Cousinen sind heil oder zerstört? Mein Haus ist total zerstört. Aber wo leben Sie dann? Absolut, total zerstört. Aber wo leben Sie dann? Ich habe ein anderes Haus gemietet.
Wenn dein Haus zerstört ist, muss dir jemand anders sein Haus geben. Dein Cousin, dein Bruder, deine Schwester. Das ist das, was in Syrien passiert. Man lebt in einem Haus, welches teilweise zerstört ist. Man muss das Haus so herrichten, dass man darin wohnen kann. Denken Sie, dass in 5 Jahren in Syrien alles in Ordnung sein wird? Das glaube ich. Warum? Wie viele Jahre brauchte denn Deutschland nach dem Krieg? Viele Städte in Syrien sind teilweise zerstört. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier noch etwas funktioniert. Doch es gibt Industriebetriebe, die arbeiten. In der Stadt Adra besuche ich einen Transformatoren und dann ein Kabelwerk. Die Einzelteile für die Produktion beziehen die beiden Firmen aus dem Ausland. In einer Fabrik für Speiseeis erzählt der Direktor, dass man den ganzen Krieg über produziert habe und jetzt am Tag 1 Million Stück Speiseeis produziert. In der Industriezone von Aleppo besuche ich eine Spinnerei mit 150 Mitarbeitern. Für die Spinnmaschinen aus Deutschland habe man seit 2014 wegen der Sanktionen keine Ersatzteile mehr beziehen können, sagt der Direktor der Fabrik, weshalb man die Ersatzteile jetzt in Syrien fertigt. Am letzten Tag der Reise besuche ich Aleppo. Von einer alten Festung aus sieht die Stadt noch fast intakt aus. Doch wenn man durch die Stadtteile fährt, sieht man das ganze Ausmaß der Zerstörung und man ahnt, wie erbittert hier gekämpft wurde. Bis zum Dezember 2016 wurde der Ostteil von Aleppo von islamistischen Terrormilizen kontrolliert. Ein Teil von ihnen kam bei den Kämpfen um, ein anderer Teil konnte in die Provinz Idlib abziehen. Russische Offiziere führten die Gespräche mit den islamistischen Kämpfern und sie organisierten ihren Abzug mit Bussen aus der Stadt. In einer Marktstraße von Aleppo komme ich mit einem Ladenbesitzer ins Gespräch. Wie ist das Leben jetzt? Das Leben ist normal. Besser als früher. Was haben Sie während des Krieges gemacht? Im Krieg war ich hier, in meinem Laden. Durch eine Bombe habe ich meinen Finger verloren. Eine Bombe wurde geworfen? Man jagte mit einer Bombe. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Sie wurde mit der Hand geworfen? Wer tat es? Sie kam von der anderen Seite. Dort gab es viel Terror. Viele Terroristen. Ihre Familie lebt und sie lebt in Aleppo? Wir leben in Aleppo, ja. Im Zentrum? Nein, außerhalb des Zentrums, in der Nidlesstraße. Können Sie nachts auf die Straße gehen? Ja. Es ist nicht gefährlich? Gibt es Touristen hier? Touristen nicht. Aber Sie hoffen, dass wieder Touristen kommen? Also in den letzten 1,5 Jahren wurde die Situation besser. Ja. Wie entstand der islamische Extremismus? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Grund nicht. Wissen Sie, warum die islamistischen Extremisten hierher kamen? Wissen Sie, vielleicht nennen sie sich nur Anhänger des Islam. Ich bin islamisch. Vielleicht zahlte jemand Geld und machte ein Problem im Mittleren Osten, sorgte für Probleme nicht nur in Syrien, auch im Irak und in Libyen, in vielen Ländern. Eine der wichtigsten und gigantischen Aufgaben der syrischen Regierung ist die Wiederinbetriebnahme von Schulen und Universitäten. Viele Kinder haben während des 7-jährigen Krieges keine Schule besucht. Für sie wird jetzt ein besonderes Programm entwickelt, berichtet Bildungsminister Ghazwan Alwas, der vor einer Schule in Ghouta, einem Vorort von Damaskus, eine feierliche Rede zum baldigen Schulbeginn hält. Die Schule wird gerade renoviert.
Schüler spachteln die Wände glatt und Bauarbeiter tragen Bauholz durch die von Staub überzogenen Gänge. In den Korridoren der Schule sieht man Plakate, welche die Schüler vor gefährlichen Waffen warnen. Leider muss man sagen, dass 8000 Schulen zerstört wurden. Einige von ihnen wurden vollständig zerstört, sodass wir sie nicht wieder in Betrieb nehmen können. Wir haben nur Schulen ausgewählt, die wenig zerstört wurden. Diese Schulen stellen wir wieder her. Der Minister erklärt weiter, 1000 Schulen seien mit Hilfe von syrischen und russischem Militär renoviert worden. Hasan Al-Wass ist zuversichtlich, dass die im neuen Schuljahr erwarteten 5 Millionen Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden können. Notfalls werde man im Schichtsystem unterrichten. Es seien zusätzlich zu den 300.000 vorhandenen Lehrern 30.000 neue Lehrkräfte eingestellt worden und neue Schulbücher gedruckt worden. In der Stadt Daraa im Süden Syriens, wo die sogenannte Revolution ihren Anfang nahm, ist die Situation jetzt völlig friedlich. Man sieht noch Sandsäcke und Kontrollposten, aber man hört nichts, was an den Krieg erinnert. Die Situation in Syrien hat sich enorm verbessert. Bis auf die Region Idlib im Nordwesten des Landes ist es überall ruhig. Kein einziges Mal musste ich bei meiner Reise durch Syrien einen Schutzhelm oder eine Schutzweste benutzen.